Made Mittelschicht hatte vollkommen recht. Die Ungleichheit in Herwood Forest hatte astronomische Ausmaße erreicht. Die reichsten 10% besaßen 60% des Gesamtvermögens. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung dagegen praktisch nichts. Das konnte man besonders gut an der Tafel des Sheriffs von Nottingham sehen, an der das Volk zur Verteilung des Wohlstands Platz genommen hatte. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Segne, was du beschert hast. Keine Sorge, ist ein ökonomisches Gebet. Sie meinen ökumenisch, glaube ich. Das auch. Und jetzt wird er gleich noch erzählen, dass die Ungleichheit in Deutschland Gott gegeben ist. Oh, Herr Hut, was machen Sie? Kommen Sie doch rüber, Herr Hut. Ich bitte Sie, reich gedeckt ist unsere Tafel. Hört doch auf mit dem Geschwafel. Nur der reichen Teller werden hier reich gefüllt. Ihr zeichnet ein arg polemisches Bild. Bedenkt, wie gut kam Deutschland durch die Krise. Ja, nur die Armen machten miese. 1% besitzt ein Drittel des Vermögens und es schmilzt die Mitte. So geht das nun seit vielen Jahren. Ihr sprecht schlecht von unseren Ahnen und der Agenda 2010. Ja, weil immer mehr zur Tafel gehen. Wir waren einst kranker Mann Europas, jetzt Vorbild. Und sind doch ärmer dran. Ich mache mir darauf keinen Reim. Dann lassen wir es doch einfach sein. Meinetwegen, aber wir sollten schon mal drüber reden, dass das alles Ergebnis von politischen Entscheidungen ist, nicht wahr? Sehen Sie mal die 90er Jahre, da waren die Vermögen in Deutschland relativ gleich verteilt. Ja, natürlich ging es damals allen gleich. Schlecht! Ach, jetzt. Gehen wir doch mal zurück in Ihre 90er, nicht wahr? Ich sage nur Reformstau. Deutschland war bequem geworden und da hat die Politik eben auf Jahre ein pikantes Menü angerichtet. 3 Gänge, weniger Steuern, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr Flexibilität. Ja, das klingt gut, das nehmen wir. Nein. Eine gute Wahl. Beginnen wir unser Menü mit dem 1. Gang und zwar mit einer Einkommensteuersenkung. Für alle. Ja. Oh. Nein, Vorsicht, Vorsicht. Diese Steuersenkungen werden vor allem den Reichen zugutekommen. Also keine Sorge, Herr Schwarzmaler. Ich kenne den Koch, Gerhard Schröder. Das ist einer von uns. Oh Gott. Hauptsache kein Kohl mehr. So werden alle Steuersätze um 10 Prozentpunkte gesenkt, der Einkommensteuersatz auf 15% runter und der Spitzensteuersatz geht runter auf 42%. Da kann ich nur sagen, Mahlzeit. Schmeckt's euch? Großartig. Große Schultern brauchen mehr Futter als der Rest. Ja, komisch, aber meine Portion ist aber sehr übersichtlich. Wieso hat denn er so viel mehr als ich? Weil ein Steuernachlass von 10% bei großen Einkommen wesentlich mehr ist als bei kleinen. Ja, ist ja auch gut so. Ist ja auch gut so. Man hat im Nachhinein festgestellt, das waren die Ergebnisse dieser Steuerreform. Ja, im Endeffekt war es so, dass Millionäre und Spitzenverdiener, die haben letztendlich effektiv 20% mehr in der Tasche vom Einkommen gehabt. Und? Geringverdiener nur 5%. Na und, Hauptsache alle haben mehr auf dem Teller. Gell? Ganz meine Rede. In Deutschland geht es schon viel besser. Ah, ja. Entschuldigung, bin ich auch Deutschland? Und nach diesen Wohltaten für die Bevölkerung ist es Zeit geworden, dass wir einmal was für die Wirtschaft machen. Vorsicht, wenn er Wirtschaft sagt, meint er meistens ihn. Ach kommen Sie, nicht jeder Reiche ist doch ein Unternehmer. Okay, machen wir eine Umfrage. Wer von euch besitzt denn Aktien oder Unternehmen? Oh, Überraschung. Dann gibt es für Sie jetzt den 2. Gang. Wer mehr Wettbewerbsfähigkeit? Wir halbieren erst einmal den Körperschaftssteuersatz. Ja? Und als kleiner Gruß aus der Küche gibt es dann noch den schönen Umstand, dass der Verkauf von Unternehmensanteilen ab sofort völlig steuerfrei ist. Ja. Oh, Entschuldigung, ich mein, könnte ich da auch ein bisschen was haben? Auf gar keinen Fall. Könnte ich auch so einen kleinen Gruß aus der Küche haben, bitte? Oh, Verzeihung. Das ist eine Sauerei. Ja, vor der ich gewarnt habe. Man hat die Körperschaftssteuer gesenkt. Von 40% auf 25% und letztendlich auf 15%. Das heißt, die SPD hat ihre Wahlergebnisse der Körperschaftssteuer angepasst?
Das war einer der größten Steuergeschenke aller Zeiten in Deutschland. Ach, jetzt hör auf, das Geld ist doch investiert worden. Das wird immer behauptet, aber mitnichten. Schauen Sie doch mal hier. Hier, da sehen wir die Steuerlast der Unternehmen effektiv halbiert worden. So, und was haben Sie gemacht? Mehr investiert? Nee, weniger investiert. Entschuldigung, was ist denn die dritte Kurve da? Das willst du gar nicht wissen. Das will er schon wissen. Das sind die Gewinne der Unternehmer. Ja, aber wenn der Staat auf so viel Einnahmen von den Unternehmen verzichtet, ist dann der Steuertopf nicht bald leer? Ach, was? Hoppla, der Steuertopf ist leer. Ja, dann machen wir doch die Steuergeschenke einfach wieder rückgängig. Genau. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Genau. Wir machen lieber die nächste Reformrunde. Es gibt eine Mehrwertsteuererhöhung. Oh, nee. Nee. Moment. Das ist absolut super gerecht, denn es zahlt ja alle 3% mehr. Ja, gut. Lass doch nichts einreden. Ja, Mehrwertsteuererhöhungen treffen doch Geringverdiener wesentlich härter als Spitzenverdiener. Ja, aber erst hat er was gegen niedrige Steuern, dann gegen höhere Steuern. Also ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. So, ab jetzt ist für jeden Einkauf 19% Mehrwertsteuer fällig. Hey, bei mir ist ja kaum noch was drauf. Hey, bei mir ist ganz schön viel weg. Nee. Obwohl, bei mir ist genau wie vorher. Geil. Doch auch wirklich warnen können. Hat noch jemand Lust auf ein Dessert? Ja, was gibt's denn? Speziell eine Spezialität des Hauses, Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Da sag ich doch nicht nein. Das für euch heißt das übrigens Niedriglöhne, so Minijobs, Leiharbeit und Hartz IV. Das heißt, die geringen Löhne werden noch geringer. Entschuldigung. Können Sie mal kurz den Geschäftsführer sprechen, bitte? Ja, aber meine Situation hat sich trotz der harten Maßnahmen gegen den da auch nicht wirklich verbessert. Jetzt wird's ja auch noch gierig. Passt bloß auf, sonst sitzt morgen hier ein Marokkaner, der macht das genauso gut für weniger Geld. Oh, dann gebe ich lieber freiwillig was ab. Lohnverzicht. Geil. Ja, großartig. Ich bewundere Ihre Disziplin. Dadurch hat sich Ihre Produktivität gesteigert. Und deswegen gibt es jetzt einen großen Nachschlag. Oh, ja. Da sind wir doch alle gespannt, wie das wohl ausgehen wird. Ich meine, es gibt ja eine Menge zu verteilen. Schauen Sie hier. Allein das hier ist der Zuwachs der Wirtschaftsleistung in Deutschland pro Kopf der letzten 20 Jahre. Plus 25%. Wow! Ja. Und was ist das kleine Blaue da unten? Oh, das kleine Blaue da unten, das ist Ihr Einkommen. Die Reallöhne sind die letzten 20 Jahre nicht gestiegen. Aber jetzt sind wir mal gemeinsam ganz gespannt, wie der von Ihnen hart erarbeitete Wohlstand wohl am Ende verteilt werden wird. Super. Mahlzeit. Da fragt man sich doch schon, warum wird in diesem Land nicht viel mehr über Umverteilung gesprochen? Nee, mehr Umverteilung, das packe ich auch nicht mehr. Also, möchten Sie nicht noch ein kleines Pfefferminzplätzchen? Monsieur, nur ein kleines, winziges Pfefferminzplätzchen.